Welcome to my Dark Souls ASMR. Today, I'm going to read to you some lore in German. Die Legende des namenlosen Königs. Einst vor langer Zeit, als noch die Drachen die Welt beherrschten und gigantische Bäume emporragten, entstand in der ewigen Stagnation plötzlich die erste Flamme. Mit dieser entstanden zum ersten Mal auch Unterschiede in dieser Welt, Licht und Dunkelheit, sowie Leben und Tod. Vier Wesen zogen große Macht aus diesem Feuer, die sogenannten Lordseelen. Der wohlmächtigste von ihnen war Gwyn, der Herr des Sonnenlichts. Er war derjenige, der das Zeitalter des Feuers anführte, und auch die anderen Lords respektierten seine Stärke und Weisheit. Seine Seele war so groß, dass er sie sogar aufzuspalten vermochte und sie unter seinen verschiedenen Kumpanen aufteilen konnte. Gwyns Erzfeinde waren die unsterblichen Drachen, die er mit seinen mächtigen Blitzen und seinen ehrvollen Silberrittern im Rücken unaufhörlich bekämpfte. Doch diese Ritter waren nicht die einzigen Personen, die ihm immer nahe standen. Der Herr des Sonnenlichts hatte nämlich vier Kinder. Zunächst die wunderschöne Prinzessin von Anor-Londo, Guinevere, sowie seine andere, sich im ewigen Schlaf befindende Tochter, Feranore. Er hatte eigentlich auch zwei Söhne, jedoch war Gwyndolin so sehr dem Mond zugewandt, dass sein Vater ihn stets als Tochter großzog. So war sein einziger wirklicher Sohn die Person, die heute als namenloser König bekannt worden ist. Dieser Sohn war wahrlich seines Vaters würdig. Er hatte als einziges Kind die legendäre Macht der Blitze geerbt und im ewigen Kampf gegen die Drachen war er immer an vorderster Front geblieben. Er war der Thronerbe von Anor-Londo und der wohl beste Krieger, den die damalige Welt kannte. Beinahe übertraf er sogar seinen eigenen Vater an Können und Geschick. Ihm folgten die Krieger des Sonnenlichts, und wie auch schon der Sohn jedem half, der Hilfe benötigte, halfen auch diese Krieger den Schwächeren. Die keimenden Zweifel und deren Folgen. Er unterwies viele Krieger in der Kunst des Kampfes, so auch den späteren obersten Ritter seines Vaters, Ornstein. Er war auch sein Musterschüler und treuer Freund. Und auch einen anderen Mann konnte der namenlose König seinen Freund nennen, der Felsen, Havel, der mit ihm Seite an Seite gegen die Drachen kämpfte. Doch mit der Zeit begann der Sohn, die Prinzipien des Vaters zu hinterfragen. Er fragte sich, warum man die Drachen so vehement bekämpfen musste, obgleich sie doch schon lange keine Bedrohung mehr darstellten. So begann er sich den Wesen, gegen die er so lange gekämpft hatte, zu nähern und schloss eine Kameradschaft mit einem starken Sturmdrachen. Als sein Vater herausfand, dass sein geliebter Sohn sich den Drachen zuwandte, verbannte er ihn und ließ alles, was auf ihn schließen ließ, vernichten, sodass nicht einmal sein Name bekannt sein konnte. Einzig sein guter Freund Havel hielt zu dem Sohn und ging mit ihm ins Exil. Da der Sohn aber trotz seines Verrats niemals seine Heimat hinter sich gelassen hätte, ließ er sich nicht unweit von Anor-Londo nieder, um den Weg seines Vaters weiter zu beobachten. Er betrachtete, wie sich die Welt immer mehr ihrer Vernichtung näherte, und auch sein einstiger Schüler schien dies zu merken. Ornstein verließ seine Wache in Anor-Londo, um nach seinem ehemaligen Lehrmeister zu suchen und ihn für seine Taten zu stellen. Wie es ein Krieger tun musste, stellte sich der Sohn dem entschlossenen Ornstein entgegen und tötete seinen einstigen Freund. Als die Flamme dann schlussendlich von Gwyn neu entfacht worden war, wurde sein ältester Sohn, der alles immer mit ansah, zum rechtmäßigen König von Anor-Londo.
Doch kehrte er nicht zurück, denn er respektierte immer noch den letzten Befehl, den sein Vater ihm damals gegeben hatte. Er wollte wissen, wohin der Weg seines Vaters wohl noch führen könnte. Und so sah er eines Tages einen auserwählten Untoten, der seinen Weg nach Anor Londo fand. Dieser tat dasselbe, was sein Vater einst getan hatte, und entflammte die Erstflamme von neuem. Das Ende des Kriegsgottes. Unzählige Male sah er dies. Wieder und wieder starb die Welt, nur um von einer Person gerettet zu werden. Stets bildeten sich neue Königreiche, wie zum Beispiel Dranglake oder Lothric. Manche entzündeten die erste Flamme aus wahrem Edelmut heraus, andere aus Habgier. Er sah, wie sein Königreich immer weiter verkam. Dennoch kehrte er, wie auch der Wunsch seines Vaters war, nicht zurück. Selbst als sein Bruder von dem Aschefürsten Aldrich verschlungen wurde, konnte er nichts tun, außer zuzusehen. Der Einzige, der immer bei ihm blieb, war sein alter Freund Havel und sein treuer Drache. Es gab auch einige Herausforderer, doch niemand schaffte es, den Kriegsgott zu bezwingen. Und so wartete der namenlose König unaufhörlich auf jene Person, die ihn besiegen konnte. Die Person, die ihn davon erlösen konnte, nicht mehr ein Zuschauer dieser Welt zu sein. Eines Tages wurde dieser Traum wahr, als ein Aschener seinen Weg zum Domizil des Königs fand. Diese Person bezwang allein alle Gefahren, die sich ihm in den Weg stellten. Sogar Havel, dem alten Freund und Weggefährten, konnte er trotzen. Beim Klang der Glocke stellte sich auch der namenlose König diesem Krieger. Dafür ließ er eine entsprechende Arena entstehen, die aus einem Sturm selbst bestand. Auf seinem Drachen kämpfte er gegen den Feind, und dieser schaffte es, diesen alten Gefährten und Grund für sein Exil niederzustrecken. Allerdings war es nicht die Hand des Aschenen, die diesen alten Freund tötete. Der König selbst tat dies, wenn auch nur mit großem Schmerz in der Brust, sodass der Krieger sogar für einen Augenblick zögerte. Doch dann tat er es, wie es auch schon sein Vater vor ihm getan hatte, und nahm die Seele des Drachen in sich auf. Somit stellte er sich dem Krieger mit aller Kraft, wie es einem Gott würdig war. Diese Schlacht ging lange und schlussendlich hatte der namenlose König endlich seinen Meister gefunden und starb einen Tod, wie es einem Krieger ziemte. Die Seele der Asche. Vor langer Zeit, im Zeitalter der Drachen, als alles nur existierte, ohne dass sich je etwas änderte, entfachte sich die erste Flamme zum ersten Mal. Niemand weiß, wieso oder woher diese kam. Man weiß nur, dass mit ihr auch die Unterschiede entstanden sind. Vier mächtige Seelen wurden einst aus ihr entnommen und erschufen so die drei großen Lords und das Geschlecht der Menschen. Doch wie es die Natur eines jeden Feuers ist, so begann auch die erste Flamme seit ihrem Entzünden wieder zu verschwinden. Zunächst nur langsam. Doch durch den Einfluss von Gwyn, der das Licht in die entlegensten Winkel der Welt tragen wollte, wurde dieser Prozess immer weiter beschleunigt, bis schließlich die einst so große Flamme zu löschen drohte. Dies verursachte das Mal des Fluches, das Menschen zu Hüllen und damit zu unberechenbaren Wesen werden ließ. Außerdem würde das Verschwinden des Feuers das Zeitalter der Finsternis, in dem die Menschen herrschen, einläuten, wovor Gwyn am meisten Angst hatte. Nachdem er und seine Kameraden viele Wege ausprobiert hatten und damit mehr als einmal scheiterten, griff der Herrscher des Sonnenlichts zur einzigen ihm verbliebenen Möglichkeit. Er opferte sich selbst, um das Feuer zu erhalten und so den Fluch zumindest für eine Zeit zu bannen.
Mit dieser Tat legte er allerdings auch den Grundstein für etwas anderes. Etwas, das der Lord selbst in seiner Weisheit nicht vorhersehen konnte. Er wurde zum ersten Fragment der Seele der Asche. Unzählige haben seit diesem Tag dasselbe getan und entzündeten die erste Flamme von neuem und verschoben so das Zeitalter der Finsternis. Es waren nicht bloß Helden, die dies aus Edelmut taten. Auch gab es Schurken und Verbrecher, die hofften, so an die unbeschreibliche Macht der ersten Flamme zu gelangen. Sie hatten sich stets geirrt, aber sie erhielten so das Zeitalter des Lichts am Leben und wurden wie auch schon der erste Aschefürst Quinn zum Fragment der Seele der Asche. Der Wille der Flamme. Doch geschah dies nicht im Sinne der ersten Flamme, die einfach nur löschen wollte, denn mit jedem Entzünden wird auch sie kleiner. Es ist der vorgesehene Ablauf, dass sie vergeht und Platz macht für die Dunkelheit, um zu verhindern, dass sich weiter Personen opfern, erschuf sie schlussendlich einen Krieger. Dieser Kämpfer bestand aus allen Kriegern, die je eins mit der ersten Flamme geworden waren. Ihre Fähigkeiten, egal ob in Magie, Pyromantie oder im Umgang mit den verschiedensten Waffen, wurden zu den Fähigkeiten dieses Wächters. Seine einzige Aufgabe war es, die Flamme vor allem und jedem zu schützen, was er auch lange Zeit tat. Unzählige Waffen von vergangenen Kriegern umringen ihn. Es ist schon so lange her, dass jemand die erste Flamme entzündete, dass selbst Blumen ihren Weg in diese Gefilde gefunden hatten. Umgeben von den Ruinen des Zeitalters des Lichts, wartet er immer auf den nächsten Kämpfer, der die Flamme sucht, bis schließlich die erste Flamme erlöschen wird und mit ihr auch der Wächter. Doch kam dort eines Tages ein Aschener, der bereits drei Fürsten bezwungen und sogar den vorhergesehenen Fürsten mitsamt seinem Bruder niedergestreckt hatte. Er stellte sich dem Wächter entgegen. Ein langer Kampf entbrannte, in dem die Seele der Asche sogar auf ihren letzten Trumpf zurückgreifen musste. Sie übernahm vollends die Fähigkeit des mächtigsten Kriegers, der je eins mit der Flamme wurde, dem Herrscher des Sonnenlichts, Quinn höchst selbst. Doch auch dies verhalf ihm nicht zum Sieg, und so wurde er schlussendlich niedergestreckt, und dem Aschenden wurde eine Wahl gelassen. Folgt er dem Willen der Flamme oder dem Willen des Herrschers des Sonnenlichts? Wie er sich entscheidet, ist ungewiss. Beide Wege haben Einfluss auf die gesamte Welt. Nur eins ist klar, das Feuer schwindet. Gale war einst ein Sklavenritter, also ein Kämpfer, der in Kriegen an die vorderste Front geschickt wurde. Da die Soldaten Untote waren, konnten sie nicht sterben, was sie jedoch quälte und der Aushöhlung immer näher brachte. Doch Gale war ein besonderer Sklavenritter. Er überlebte unzählige Schlachten. Mit Hilfe seiner überragenden Schwertkunst schaffte er es, die Kämpfe zu überstehen und stets zurückzukehren, nur um abermal in einem Krieg ziehen zu müssen. Mit der Zeit jedoch begann er sich zu fragen, ob dies wirklich sein Schicksal sein musste. Er begann immer mehr zu verzweifeln und schien seiner Bestimmung niemals entrinnen zu können. Eines Tages jedoch verschlug es ihn in die geheimnisvoll gemalte Welt von Ariandel. Dort erblickte er einen Ort, der unberührt von den Geschehnissen der Außenwelt zu sein schien und an dem er die erste und einzige Person fand, die ihm jemals etwas bedeutete. Es war die namenlose Malerin, die ähnlich wie Gale niemanden mehr hatte und sich einzig an ihm klammern konnte. Sie schmiedeten ein tiefes Band, wodurch die Malerin Gale sogar als ihren Onkel ansah, obwohl sie nicht wirklich verwandt waren. Für Gale wurde sie eine unersetzbare Person, der schwor sich alles zu tun, damit sie glücklich wurde. Die gemalte Welt begann jedoch langsam zu verrotten und Kälte zog übers Land.
So sollte eigentlich eine neue, von der namenlosen Malerin erschaffen werden, wofür sie zwei Komponenten benötigt. Die eine ist das Feuer, das jedoch vom Vater der Welt Ariandel zurückgehalten wurde. Friede, eine der drei Gründungsschwestern der Kirche von Londor, überzeugte ihn, diese seine Welt verfallen zu lassen und sie niemals zu erneuern. Sie war eine Unentfachte und hatte sich vor langer Zeit ebenfalls in diese Welt zurückgezogen. Damit die Malerin auch wirklich nicht ein neues Bild fertigen konnte, sperrte Friede sie ein. Allerdings war Gale zuvor bereits losgezogen. Er wollte der Malerin helfen, ihre Welt zu kreieren. Dafür verließ er die gemalte Welt und suchte nach einer Unentfachten. Laut einer alten Legende hieß es, dass zwei Unentfachte das Feuer entzünden würden, um die alte Welt zu vernichten. So würde dann Platz für eine neue Welt entstehen, die Welt der namenlosen Malerin. Der Ritter wurde nach einer längeren Suche in der Kirche des Abgrunds fündig. Dieser Unentfachte ist der Spieler. Gale brachte ihn in die Welt von Ariandel, wo sie sich gemeinsam Friede und dem Vater stellten. Entgegen ihres eigenen Willens entflammte Friede in diesem Kampf die Flamme mit dem Spieler neu und ebnete so die erste Stufe zur Erschaffung einer neuen Welt. Nun, da die Malerin befreit und das Feuer wieder brannte, brauchte es die zweite Komponente. Dieses Pigment, mit dem das neue Bild gemalt werden sollte, war das Blut der dunklen Seele, die von dem verstohlenen Zwerg zu Beginn des Zeitalters des Feuers gefunden worden war und als eine der vier großen Lordseelen gilt. Dieses Blut könnte die Macht haben, dass die neue Welt nicht wie die alte verrotten würde, und so könnte die Malerin einen immerwährenden Ort schaffen. Der Aufbruch zu seiner letzten Schlacht. Diese erklärt dem Spieler, dass Gale bereits losgezogen war, um nach diesem Blut zu suchen. Unaufhörlich, für die einzige Person, die ihm etwas bedeutete, auf der Suche, gelangte er sogar bis an das Ende der Welt, bis an den Rand der ersten Flamme. Dort überwand der Sklavenritter obendrein den Trümmerhaufen. Ihm war bewusst, dass er den tapferen Unentfachten weiterhin brauchte, und so hinterließ er Hinweise, damit dieser ihm folgen konnte. Dazu riss er sich sogar Fetzen aus seinem Gewand heraus, das eigentlich ein Zeichen seiner Ehre darstellte. Auch stand er jenem Unentfachten abermals im Kampf gegen den Dämonenprinzen bei. Er erreichte schlussendlich die umringte Stadt, in der die dunkle Seele zu finden sein sollte. Der Spieler folgte dem Pfad des Sklavenritters und trotzte dabei vielen Gefahren, um schließlich den Ruheort von Felianore zu erreichen. Sie war die jüngste Tochter von Gwyn, dem Herrscher des Sonnenlichts. Als der Unentfachte sie antraf, nutzte sie ihren Zauber und schleuderte den Spieler in eine weit entfernte Zukunft. Hier war alles längst vergangen und einzig die großen Bauten der Vergangenheit erinnern noch an das, was einst war. Gale hat in den vergangenen Jahrhunderten weiterhin unzählige Schlachten geschlagen, um an das Blut der dunklen Seele zu gelangen. Als er jedoch die Könige der Stadt fand, die dieses Blut in sich trugen, waren diese bereits vertrocknet und kein Tropfen Blut war übrig geblieben. Als einzigen Ausweg sah er, die Fürsten zu verschlingen und so die dunkle Seele mit seinem eigenen Blut zu tränken. Dem Wahnsinn verfallen. Allerdings ist die dunkle Seele nicht leicht zu kontrollieren. Mit jedem neuen Fürsten, den er verschlang, wurde er wahnsinnig. Diesen Ausgang hatte er aber bereits vorhergesehen. Ihm war völlig klar gewesen, dass die dunkle Seele ihn korrumpieren würde. Aus diesem Grund hatte er den Unentfachten zu genau diesem Ort geführt. Als der Spieler ihn schließlich entdeckt, war er bereits völlig von Sinnen und nur noch darauf aus, noch mehr der dunklen Seele in sich zu vereinen. Auch das winzige Fragment im Spieler wollte er an sich bringen. Im folgenden Kampf verliert Gale immer mehr die Kontrolle und gibt sich der Macht hin. Dies verschafft ihm aber auch große Qualen. So schreit und weint er im Kampf, sobald er Angriffe mithilfe dieser Macht ausführt.
Der Spieler schafft es letztendlich, den einzigen Sklavenritter zu bezwingen und ihm von seinem Leiden zu erlösen. Genau wie Gale es geplant hatte, hinterließ er bei seinem Tod das Blut der finsteren Seele, womit die namenlose Malerin die ewige Welt erschaffen konnte. Der Unentfachte bringt es ihr, worauf sie ihm erklärt, warum sie wirklich eine neue Welt erschaffen will. Es soll ein Ort werden, an dem Gale endlich zu Hause sein könnte, und sie fragte sich, wann ihr Onkel zurückkehren würde, um es zu sehen. Alles in allem war Gale ein Mensch, der nie wirklich erfahren hatte, was Freiheit war und immer nur kämpfen musste. Er ähnelt dem Spieler sehr, da sie beide zunächst nur unwichtige Bauern waren. Doch schaffte er es genau wie der Spieler bis ans Ende der Welt und auch darüber hinaus. Er gab niemals auf und wurde sogar freiwillig wahnsinnig. Der Sklavenritter sorgte dafür, dass die Person, die stark genug war, um ihn zu töten, ihn auch finden konnte und gab sich ohne zu zögern hin, damit der Wunsch der Malerin erfüllt wurde. Aber er wusste nicht, dass der Wunsch der Malerin niemals ohne ihn in Erfüllung ging.